Ich sitze hier mit Harald, der seine erste Podiumsdiskussion im Leben hinter sich hat, wenn ich das richtig verstehe. Das war das erste Mal. Du hast sehr nervös ausgeschaut. Ja, ich habe heute Nacht relativ schlecht geschlafen. Dann bin ich hierher gekommen und habe dann festgestellt, ich habe mich auf die falsche Diskussion vorbereitet. Ich dachte, es wäre die Regionalversammlung, jetzt war es Regionalforum und es lief etwas anders, als ich gedacht habe. Ja. Wie war dein Eindruck so der anderen Podiumsdiskussionsteilnehmer? Wie haben sich die verhalten auf der Bühne? Anders, als sie sich dir gegenüber schon verhalten haben? Ja, jetzt eigentlich nicht. Also diejenigen, die ich schon kannte, ja, der Kunde hat mich ein bisschen genervt. Oder ich habe ihn genervt, also irgendwie mag der den Piraten nicht. Aber das fand ich okay. Ja, die haben sich ja auch eher gegenseitig bekriegt, als jetzt auf meinen Schwächen rumzureiten. Und da bin ich dann gewohnt. Was denkst du, hast du in der Podiumsdiskussion schlecht gemacht? Was würdest du das nächste Mal lieber besser machen? Ja, mir haben ein paar Infos gefehlt und ich muss einfach mehr reden. Und was glaubst du, hast du gut gemacht? Ich glaube, ich habe keinen Scheiß gebaut, das war das Gute. Und ich habe mich nicht wirklich provozieren lassen, nur einmal ganz kurz. Es ging dann aber sehr schnell und ich denke, ich habe ein paar Stichworte gesetzt, die so nicht erwartet haben. Ja, zum Beispiel die Genossenschaft. Wie hast du den Eindruck, wie sind Sie auf das Thema der Genossenschaft für die Stadtwerke eingestiegen? Ich glaube, es hat überhaupt niemand kapiert, was das sein soll. Gibt es da irgendwelche anderen thematischen Punkte, die du besonders interessant fandest jetzt? Schwierig. Also ich glaube, so thematisch wurde eigentlich gar nicht viel gesagt. Also ich denke, zur Energie müssen wir noch was machen, aber da kann man nicht wirklich viel innerhalb von Stuttgart machen. Das ist eigentlich alles besetzt, aber ich habe jetzt nichts gehört, was mich jetzt so sagen würde, da könnte man nicht eigene Positionen erarbeiten, die mindestens genauso gut sind. Gut, dann haben wir ja, glaube ich, einen guten Auftakt des Wahlkampfes. Man kann das ja wirklich so sehen, weil 6 Monate sind noch hin und jetzt kommen wirklich viele Podiumsdiskussionen auf uns zu. Ich denke mal, es war ein ganz guter Auftakt. Wir können viel daraus lernen und sind damit, glaube ich, schon mal ein wenig gerüstet. Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube ja. Also ich denke, das nächste Mal werde ich nicht mehr so nervös sein. Ich werde es noch versuchen, ein bisschen zu üben. Nicht zu viel, aber ja, also so ein bisschen die Themen zu verschleppen. Und ich denke, wir brauchen einfach noch ein bisschen Substanz. Also das hat mir halt auch irgendwo gefehlt, dass man da an irgendwelchen Punkten noch ein bisschen mehr Substanz reinbringen kann. Aber sonst habe ich eigentlich den Eindruck, die anderen haben das auch vor allem viele Floskeln voraus und Erfahrung und Technik. Und das kann man aufholen. Vielen Dank. Bitte.